herzlich willkommen zu einer halballeinigen Folge. Ist mir auch sicher. Ja. Ich habe vergessen, was wir in dieser Folge machen wollten. Ich glaube, wir wollten uns vorbereiten, einen Krebs zu bauen. Deswegen schaue ich kurz, wie man den baut. Ah, okay. Ja. Ich weiß wieder, was wir machen wollten. Wir wollten uns Blutöl holen. Wir müssen in Richtung Insel, also genau zur Insel. Zur zweiten Insel, ne? Da, wo halt das tiefe Riff ist. Sobald man dann bei der Insel ist, sollte man nach rechts abbiegen, nach Nordwesten. Und dann da lang am Meeresboden fahren, bis man in eine tiefe Schlucht kommt. Sehr tief muss sie sein. Und in dieser Schlucht ist dann das Blood Kelp Biome. Und da gibt es halt diese Blutteile da und da ist halt das Blutöl drin. Davor hole ich mir hier noch die Datenbox. Datenbox braucht man immer wieder. Ah, oh, die haben wir schon. Okay. Ein Krebstorpedoarm. Das ist gut. Das nehme ich mit. Ist hier noch mehr Krebsteile? Wärmekraftwerk, das brauchen wir auch noch. Ich habe echt guten Fund gefunden gerade. Ist das noch ein Torpedoarm oder was ist das? Noch ein Torpedoarm. So, den Krebs-Torpedoarm. Das ist gut. Für mich. Torpedoarm. Ja, der Kraftwerk, ja. Gut, dann fahre ich jetzt weiter, also schwimme weiter nach Richtung Nordwesten.
bisschen nach Norden. Ich möchte mich nicht nach da unten. Da unten sind Reaper. Ich bin gerade anscheinend am Rand der Map. Also am Rand der Map ist ja das Bloodcap Biome und deswegen haben wir jetzt eine größere Chance, da hinzukommen. Das ist eigentlich ganz gut. Mal am Rand der Map vorbeifahren und dann findet man das irgendwann schon. Es ist auch in der Nähe des zweiten Pilzbioms, da wo man den Knuddelfisch findet, also sehr nah dran. Aber, also letzte Folge waren wir sehr nah dran, aber jetzt halt nicht mehr. Das ist ein großes Stück der Aurora. Das muss ich mir noch kurz untersuchen. Diese Folge hat am Anfang jetzt schon viel mehr Action als die letzte Folge insgesamt. Und noch mehr. Das ist gut. Übrigens, da jedes Wrack also immer an derselben Stelle ist, bei jedem Spielstand, ist hier ein Wrack, was ihr holen könnt. Auf dem Weg dahin. Also, ziemlich gut. Licht. Softbox für Subnautica. In Subnautica. Das ist Flutlicht. Oh, ich habe die Gassi gefunden. Die Gassi-Aufzeichnung. Das ist auch was Interessantes. Ich wusste gar nicht, dass die hier ist. Oder hier war. Also, natürlich war die mit an Bord, weil. Ist halt so. Und so. Aber trotzdem, das ist schon eine Entdeckung, die ich noch nicht wusste. Gut, dann fahre ich jetzt mal weiter. Vielleicht
Ist ja hier noch was ich vergessen habe, aber ich sehe hier ist nichts. Ich glaube, ich habe die Blutzone. Ne, es sind nur die Pilze. Okay. Okay. Aber da hier die Pilze sind, heißt das, ich bin sehr, sehr nah dran. Oder sehr nah am Zuhause. Ich bin sehr, sehr nah dran. Und hier ist es. Die Blutkalbsohn. Hier wachsen diese. Hier. Also die Teile heißen Blutöl und. Ja, hier kann man die finden. Die kann man auch anpflanzen. Und ja, das war's. Mit Blutöl. Mehr gibt's eigentlich nicht. Ja. Hier gibt's noch diese Pilze, die man hier auch anpflanzen kann. Tiefenpilze, die sind, glaube ich, für das. Wie heißt das? Ach ja, das haben wir ja noch gar nicht. Wie auch immer. Hier gibt's zwei Ressourcen, die man braucht. Ja. Ich kürze es mal mit ab mit Blut. Dann noch mit ich weiß nicht, wie die zweite Zone unter der Zone heißt, aber ich weiß noch, wie die dritte und die vierte Zone da unten heißt. Und zwar das Ende heißt. Also so heißt es nicht, aber da unten ist halt das Ende. In diesem Gebiet werden wir also noch oft sein. Nehmen wir jetzt erstmal nur Blut. So. Oder Blut. Oder so. Dann schwimme ich jetzt nach Hause.
Ruheboot, Captain. Okay. Mit dem Blutöl kann man Benzin herstellen und mit dem Benzin, also Benzol, kann man synthetische Fasern herstellen, wo man braucht für den, wie heißt der nochmal? Warte. Stillsuit. Deswegen wollte ich das noch unbedingt holen. Damit wir Stealth-Sachen haben. Sonst können wir das nicht bauen. Ich crafte jetzt noch ein paar Sachen für den Krebs. Ich brauche noch einmal Blei und 10 Titan.
Pflanzen, also die Blutranken wachsen schon zu 26%. Also in der nächsten Folge haben wir die auf jeden Fall fertig. Aber in der nächsten Folge möchte ich ja nur Ding auf die Basis ausbauen. Weil ich etwas hier ausbauen möchte halt. Einfach nur ausbauen. Ich verbessere die Seematte noch schnell. So, jetzt müsste ich hier, ja. Ich kann jetzt Sachen reintun in die Seematte. Aber auch nur dank dem Frachterweiterungsmodul. Den man im in der Krebs-Andock-Station auf der Aurora findet. Ja. Also, ich muss die Folge jetzt langsam mal beenden. Deswegen sage ich Tschüss und Ciao.